Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Liberation HD. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem ich jetzt Spec Ops fertig gemacht habe, und ich bin ja ein begeisterter Assassin's Creed Fan, obwohl ich ja erst jetzt im Moment den dritten Teil spiele. Ja, ich hinke etwas hinterher. Ja, ich dachte, das gab es gerade für 19 Euro bei Steam und wieso nicht? Und ich habe gelesen, dass es halt auch kein vollständiges Assassin's Creed sein soll, sondern nur ein Teil davon. Und ich dachte ja, so für so ein 30-Folgen-Projekt oder sowas wäre das doch ganz schön, mal diesen Modus auszuprobieren. Und wir gehen natürlich in den Story-Modus. Der ist natürlich schon Spielstand, weil ich mit der Aufnahme und so weiter noch das Ganze schauen musste. Den löschen wir jetzt natürlich nochmal. Und starten. Warte mal kurz. Ja, und ich würde sagen, jetzt starten wir einmal das Spiel natürlich. Animus. Reise durch die Zeit. Erlebe Geschichte neu. Wow. Durch Abstergos Erkenntnisse über die genetische Erinnerung ermöglicht dir der Animus, in der Vergangenheit zu spielen. Sieht aus. Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grandpré nacherleben. Eine Assassinin im 18. Jahrhundert, die zwischen zwei Welten gefangen ist und ihre Bestimmung sucht. Das Gestern gehört dir. Geschichte ist unsere Spielwiese. Animus. Ist Abstergo wirklich eine eingetragene Marke oder so? Denn ja, die ziehen das ja immer so auf. Weiß ich nicht. Doch endlich. Fein. Komm zurück! Linke Analogstick, um dich bewegen zu können. Rechte, um die Kamera zu drehen. RT halten. Ich mich nicht zur Hochzeit. Aber immerhin kann ich ausgehen, wenn ich das will. So, ja, stimmt. Ich habe überall die Einstellung gesucht, wie man diese rot-grünen Bilder im Hintergrund irgendwie stellt, aber ich weiß irgendwie nicht, wie das geht. Naja. Komm zurück! Perfekt wie die Plantagenarbeit, Monsieur. Nehmt diesen. Ein guter Arbeiter, stark und gesund. Ich hab dir gesagt, benimm dich, Kongo. Wie ich bereits erwähnte, Monsieur, der ist stark wie ein Ochse. Er ist gesund und komplett, bis auf die vierten Zehen. Maman? Okay, scheinbar spielen wir eine lateinamerikanische, würde ich mal sagen, angehauchte ein angehauchtes Kind. Mama! In einer, naja,
eher weißen Gesellschaft, würde ich mal sagen. Maman! Pardon, Madame. Du Göre! Rotzlöffel! Halt! Ich lasse dich verhaften! Assassin's Creed 3 Prinzip. Ja. Es geht ja auch schön mit den Kombos und so weiter.